verletzt war im Spiel. Nach der Pause wenig los auf dem Spielfeld zu beginnen, aber leider außerhalb des Spielfelds. Da schießt jemand aus dem Salzburger Sektor auf der Osttribüne eine Rakete oder ein bengalisches Feuer in den Rapid-Sektor und dann werfen auf der Westtribüne Rapid-Fans Gegenstände aufs Feld, unter anderem dieses Messer, das Heinz Arzberger an Schiedsrichter Messner übergibt. Aufgeladene Stimmung im Hanapi-Stadion. Die Marek, der Rapid-Sprecher, beobachtet da oder sieht da das Messer. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Da sieht man ganz genau, dass das Messer gar nicht weit an Arzberger vorbeifliegt. Da fliegen einige Gegenstände und da das Messer. Nachdenkliches Gesicht natürlich auch bei Lars Söndergaard, dem 41-jährigen Dänen auf der Salzburger Bank. Ja, und was sich auf dem Spielfeld abspielt, ist auch nicht sehr schön. Fouls in Hülle und Fülle. Die 8. gelbe Karte in dieser Saison schon für Oliver Freund. Damit ist er der Spitzenreiter in dieser Wertung in der Max-Bundesliga nach diesem Foul an Lessig. Insgesamt 7 gelbe Karten, die Schiedsrichter Messner heute zücken muss. Dann diese Aktion. Gaston Taument, heftig attackiert von Minor Suazo. Und da revanchiert sich der Niederländer. Ja, und die unweigerlichen Folgen. Gelb-Rot für Minor Suazo, der ja schon gelb gesehen hatte. Und Rot für die Revanche von Gaston Taument. Für die Rapidler schon der 6. Bundesliga-Ausschluss in dieser Saison. Auch da eine Führung in einer unrühmlichen Wertung. Beide Karten natürlich berechtigt, sowohl die gelb-rote für Minor Suazo als auch die rote. Da muss man natürlich rot geben für diese Revanche am Honduran. Der letzten Viertelstunde also beide Mannschaften nur noch zu zehnt und natürlich Aufregung bei Lothar Matthäus, Diskussionen mit dem Salzburger Rudi Mirtl. Und Matthäus wird von Schiedsrichter Messner auf die Tribüne geschickt. Also quasi der 3. Ausschluss in dieser Partie. Ja, also insgesamt einmal rot, einmal gelb-rot und sogar 9-mal gelb. Ein Kartenrekord in dieser Saison. Und dann etwas Positives. Na bumm, hitzige Partie im Hanapi-Stadion. Rapid gewinnt gegen Salzburg mit 1:0. Die Interviews dazu dann in der nächsten Sendung ab 20 Uhr in ORF 1. Wir schauen uns einmal die Ergebnisse kurz an. 4 Heimsiege bis jetzt. Kärnten gegen GRK 3:2. Ried gegen Austria 1:0. Sturm gegen Bregenz 3:0. Und Rapid gewinnt gegen Salzburg 1:0. Morgen ab 16.15 Uhr zu sehen in ORF 1. Admira Wackermödling gegen FC Tirol. In der Tabelle die Tiroler mit 2 Spielen weniger. 5 Zähler vor Sturm Graz. Rapid jetzt auf Rang 6 durch den jetzigen heutigen Sieg. Die Wiener Austria auf Rang 9 abgerutscht und am Tabellenende Admira Wacker-Mödling in der Torschützenliste. Ronald Brunmeier führt mit 14 Treffern, gefolgt von Benedikt Akwuegbo mit 8 Toren. Es gab ja gestern bereits einige Spiele. Eines sorgte für besonderes Aufsehen, nämlich jenes im Hanapi-Stadion zwischen Rapid und Salzburg. Die Hütteldorfer haben den Kampf am grünen Rasen, der von Ruppigkeiten gekennzeichnet war, mit 1:0 gewonnen. Am grünen Tisch wollen die Salzburger jetzt dieses Ergebnis aber noch korrigieren. Sie haben gegen die Wertung dieses Spiels Protest eingelegt. Der Grund für den Protest, ein offenes Klappmesser, das aus dem Sektor der Rapid-Fans auf Salzburg-Torhüter Heinz Arzberger geworfen wird. Dieses offene Klappmesser ist ein Indiz, dass wirklich Verunsicherung nachhaltig bei uns in der Mannschaft zu spüren war und das am Fußballplatz überhaupt nichts zu tun hat, uns heute veranlasst, Protest einzubelegen. Ich habe auch mit dem Herrn Nachbargau darüber schon gesprochen und ich glaube, es wäre nur ein ordentliches Zeichen, dieses Spiel zu wiederholen. Nach der heute erfolgten mündlichen Ankündigung folgt bereits morgen die schriftliche Formulierung des Protests, bei dessen Behandlung wohl auch das Verhalten einiger Salzburger Fans zur Sprache kommen wird. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird ein bengalisches Feuer in Richtung Familiensektor geworfen. Ein Kind erleidet dabei Verbrennungen.
Normalerweise müsste der Verstand eines Fans, wenn er sich als solcher tituliert, ausreichen, dass er sowas nicht macht. Was passieren hätte können? Vieles. Es ist eine Disziplinlosigkeit unserer Leute. Wir distanzieren uns entschieden von diesen Fangruppen. Und wie gesagt, bei uns im Stadion passiert momentan nichts, weil wir es sehr gut unter Kontrolle haben. Auswärts, eigentlich bringen sie kein gutes Image auf Salzburg und das werden wir zu korrigieren wissen. Szenen, die den Unparteiischen an Abbruch denken lassen. Und beim Reingehen habe ich gesagt, sollte es noch einmal zu einem Gegenstand kommen, der auf das Spielfeld flieht, ein Messer, ist ein spitzer Gegenstand, dann würde ich die Partie abbrechen. Dabei sind sich beide Mannschaften über den Auslöser für die Hektik um und auf dem Spielfeld einig. Ja, Herr Messner hat ein bisschen den Überblick verloren. Ja, die Spieler haben gemerkt, dass sie sich sehr viel erlauben dürfen, weil der Schiedsrichter einfach nicht konsequent durchgegriffen hat. Das Spiel war ein normales Bundesligaspiel und ich muss mich da wiederholen und ich bleibe dabei, dass das Ganze ab der 46. Minuten mit den Bomben, mit den Rauchbomben, mit dem bengalischen Feuer auf Kindern, das natürlich auch meinerseits sehr wehtut, begonnen hat und dann der Höhepunkt war mit dem Messerwurf. Rapid verliert Tormann Meyer mit Kreuzbandriss, gewinnt das Spiel mit 1:0, zumindest auf dem grünen Rasen. Dennoch, es ist ein Spiel, das noch nicht beendet ist. Ein Spiel, über das viele noch nachdenken werden. Man kann wirklich nur daraus lernen, vielleicht noch konsequenter von ganz von Anfang an durchzuziehen, gleich mit Rot. Und vielleicht hilft es etwas, aber ich persönlich glaube, das war ein Schneeballeffekt. Und da kommt man als schwächstes Glied, das der Schiedsrichter in diesem Fall ist, bei so einem Spiel am schlechtesten weg.